Hallo und herzlich willkommen zur Team der Woche Challenge, und zwar diesmal mit dem allerersten Part. Seit FIFA raus ist es ja erst ein neues Team der Woche erschienen. Das ist nämlich aktuell dieses hier. Das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Das wäre hier Stegen, hier Koscielny, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten, die kann man gar nicht alle anschauen. Koscielny und so weiter und so fort. Jeromel, wer ist das? Paul Aguilar, Toni Kroos, Fellaini, Jaguev und so weiter und so fort. Man kann ja, wie gesagt, die Ultimate Teams herausfordern, und ich habe mir einfach mal gedacht, mache ich daraus doch eine neue Show. Da können wir das jede Woche lang, jede Woche einmal machen, indem wir dann das Ultimate Team der Woche herausfordern. Und dann gehen wir einfach mal jetzt auf, ne Quatsch, das ist ja das Richtige, einfach auf Mannschaft herausfordern und werden die dann jetzt herausfordern. Wir werden uns erstmal nur auf, ne komm, wir gehen auf Legende. Ultimativ habe ich letztens gespielt, da habe ich 3-1 verloren, aber die sind irgendwie nur dreimal nach vorne gekommen und haben 3 Tore geschossen. Ich versuche es dann jetzt mal auf Legende, und unser Verdienst wäre dann maximal 750 Zusatzmünzen, und warum sollte sich das nicht mal lohnen? Außerdem ist es mal was anderes als die ganze Zeit online gegen irgendjemanden. Oh, jetzt habe ich mich franselig geredet, als gegen irgendjemand zu spielen. Und jetzt schauen wir uns noch einmal das Team an. Ah, können wir gar nicht. Individuelle Taktiken, was bauen wir, was machen wir denn? Ich würde sagen Konter. Ja, genau. Ne, lang, gemischt, kurz. Ich würde eher dann doch gern Kurzpassspiel machen. Passspiel hier nochmal, Chancenarbeitung, riskant, ja. Schussverhalten, normal, Positionsspiel, geordnet, freie Wahl, machen wir freie Wahl. Verteidigung, Druck, Mittel, hoch, volle Kanne drauf schieben. Aggressivität, direkt mal hochschrauben, auch auf 100, ey, volle Kanne drauf. Abseitsfalle, abschirmen. Ja, das machen wir so. Speichern als neu. Ja. Das ist für volle Kanne drauf, würde ich mal sagen. Und jetzt können wir dann auch in die Partie starten. Ich hole mal mein Wasser. Wo habe ich denn hier mein Wasser? Ich muss was trinken. Ich habe Durst. Da ist es doch. Das da werden wir jetzt erstmal nicht machen. Dann können wir spielen. Ah, gut. Heinal. So, das ist die Aufstellung von uns. Was ich ja immer noch ein bisschen komisch finde, ist, dass der Torhüter überall die Nummer 2 hat. Das verstehe ich nicht. Ivica Olic. Oh. Wir wollen natürlich jetzt direkt volle Kanne draufhauen. Ich will das Spiel gewinnen. Oh, was macht der denn da? Heinal springt am Ball vorbei. Geh hin. Oh, der springt auch wieder vorbei. Jetzt, oh, der liegt da am Boden. Was hat der denn jetzt? Ist verletzt. Quagliarella. Gut, dann haben sie schon mal einen guten Stürmer weniger. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Müssen sie direkt mal auswechseln. Wen bringen sie denn? Bin ich mal gespannt. Können ja nicht viele sein. Lestienne. Kenne ich auch nicht unbedingt. Wieso pfeifen die jetzt? Ah, der lange Ball, der könnte riskant. Ne, der war ziemlich riskant. Oh, komm, 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 komm. Hierher. Zu mir. Oh, da kommen wir auch nicht mehr ran. Ich bin mal gespannt, ob wir das irgendwie schaffen. Legende, weil wenn wir nämlich nicht gewinnen, dann haben wir gar nichts. Dann kriegen wir keine Münzen und haben auch nicht die Challenge gewonnen. Oh. Das war aber jetzt ein Foul. Der hat mich doch weggedrückt. Lestienne. Also ich weiß nicht, ob es daran, wie heißen sie? Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Die schwarzen Karten. Das, oh, wie heißen die nochmal? In Form, ja, die EFs, ob die so, ob die dann automatisch so super stark sind oder so, aber irgendwie kommen die mir manchmal etwas überlegen vor. Oder ob das einfach nur an Legende liegt, ich weiß es nicht. Die kommen mir so vor, als wären sie, als wüssten sie, dass sie was Besonderes sind.
Wir werden aber jetzt erstmal langsam alles aufbauen. Muriel auf Tamashainal. Tamashainal. Flanke in die Mitte. Und. Oh, schade. Ganz knapp am Tor vorbeigeköpft. Ah, schade. Das war jetzt haarscharf. Das hätte schon das 1:0 sein können. Jetzt aber. Jawohl. Jawohl. Pirmin-Schwegler. Das ist der Pitbull. Geiler Pitbull. Oder ob das wohl der Sänger Pitbull sein soll, wer weiß. Also den Jubel, den habe ich mir in der vorvorletzten Folge freigeschaltet. Einfach nur, um ein bisschen Spaß zu haben mit anderen Jubeln, ne? Oh, der war zu lang. Was spielt denn der hier für lange Bälle? Egal, ich bin froh, solange wir 1:0 vorne liegen. Tamas Einal. Einal. Über die Linksaußen. Jetzt Flanke in die Mitte, da steht Muriel. Der kommt nicht ran. Vieirinha. Nein, auch nicht. Schmiedebach. Auf Schwegler. Oh, schade, das war wieder ganz eng. Pirmin Schwegler. Leider knapp am Tor vorbei. Ter Stegen auch mit der Nummer 2 im Tor. Also ich würde mal gern irgendwie bei EA nachfragen, ob das irgendwie ein Bug ist oder so, weil es geht mir übel auf den Keks, dass die Torhüter nur die Nummer 2 haben, nicht die Nummer 1. Wofür stehen sie denn im Tor? Da kann ich ihnen auch gleich die Nummer 244,3 geben. Boah! Das war knapp. Jaroslav Drobny jetzt wieder mit dem Abstoß. Oh, können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Sag mal, wie soll ich denn den Titel nennen? Ich muss mir gerade mal überlegen, wie ich den Titel dieser Show nenne. Muriel... Oh, den hält er auch schon wieder, der Torwart. Ich muss mir wirklich mal einen Titel für die Show überlegen. Ultimate Challenge oder Team der Woche Challenge, TDW Challenge oder Ultimate Challenge oder oh Gott, jetzt eben ist mir ein guter Name eingefallen, aber den habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen. Muriel, Alter, was ein Hammer. Aber leider nicht drin. Ich muss mir auf jeden Fall einen Namen überlegen. Das werdet ihr am Ende über dem Video ja sowieso sehen, von daher ist es ja jetzt erstmal Wurst. Ich überlege mir schon noch was. Oh, wir sind auf jeden Fall mal überlegen, würde ich sagen. Bis jetzt sieht es mal sehr gut aus von den Spiel, von den Spieldetails her. Die zeigen mir hier was Gutes an. Wir werden Javi Martinez einwechseln und auch Sinclair, würde ich sagen. Ja, Bonsing wechseln wir ein für Olic. Und Cabral werden wir... Ne, komm, da warten wir erstmal noch. Vielleicht verletzt sich ja irgendein Spieler wie eben bei den Gegnern. Und das sollte man nicht unbedingt riskieren. Jetzt haben wir Scheinal. Ach Mist, der ist nicht durchgegangen. Schade eigentlich. Wäre auch wieder eine gute Chance geworden. Oh, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Kalinjas. Gut, so Drobny. Jetzt läuft der Thomas noch nach vorne. Wenn ich mit LB drücke. Bonsé. Muriel. Muriel. Boah, schade. Mit dem Außenriss. Bam. Egal, gibt Eckball. Auf Bonsé. Ja, doch nicht. Martinez. Mach das Ding. Nein, der war aus Versehen noch gelupft. Mist, das wollte ich doch gar nicht. Der hat einfach nur voll draufklatschen sollen. Na, Mist. Das war so nicht geplant. Jetzt aber Heinal. Tamas Heinal. Muriel. Boah, was war denn das? Wollt ihr den jetzt abschießen, oder was? Komm hinterher, Schwegler. Oh, oh, Toni Kroos, der hat einen Schuss wie ein Pferd. Nein!
Das gibt's doch nicht! Das kann doch nicht sein! Wir müssen noch ein Tor schießen! Vierinha. Nein, ah, ich wollte den Ball doch zurücklegen, Junge. Ja, Einwurf für uns. Da haben wir ihn so weit zurückgedrängt. Bonsé. Oh, Mann. Hol dir den Ball, hol dir den Ball. Hol dir den Ball. Wenn mir irgendein Verteidiger, irgendein Stürmer so kommen wird. Hol dir den Ball, hol dir den Ball. Ich so als Torwart ein Tor, ich glaube, ich würde ihm eine reinhauen, ey. Bonsé. Boah, wuchtiges Teil. Aristide Bonsé. Als Pitbull. Ja, geiles Ding. Geiles Ding. Alter, war das ein Teil, ey. Bam. Geile Scheiße, ey. Oh, Scheiße, das darf ich gar nicht sagen. Mist, tut mir leid, Jungs und Mädels. Jetzt eher defensiv halten. Das da war mal sauknapp, ey. Und bam. Lass ihn ausgehen, genau. Gut so. Abstoß, alles ganz ruhig handhaben. Wir wollen das Spiel doch gewinnen, oder? Wir wollen ja die 750 Münzen abstauben. Muriel. Ja, da wird doch gezogen, Schiri. Da wird doch überall gezogen. Das hat man doch gesehen. Also wirklich, Schiedsrichter, die Leistung von Ihnen ist heute wirklich unter aller Sau. Egal in welchem Video. Alles unter aller Sau. Das ist eine Katastrophe heute mit Ihnen. Wow, das war auch wieder eng. Egal. 82. Minute. Wir müssen es nur noch 8 Minuten aushalten. Das wäre schon schön, wenn wir das Ding dann gewinnen würden. Sehr defensiv. Nein, nein. Ja, der ist weg. Auch wieder gut für mich. Oh, da liegt schon wieder einer auf dem Boden. 86. Minute. Es geht langsam voran. Muriel auf Tamascheiner. Aristide Bonsé. Bonsé! 3:1. Flup, flup. Könnt ihr mich hören? Hallo? Hallo? Was machen sie jetzt? Machen sie doch ein Freudentänzchen. Juhu, juhu. Kaum ist er eingewechselt worden, schießt er 2 Tore. Finde ich gut. Mit rechts und mit links. Bam. Er kann beides. 3:1. Ich denke, jetzt ist die Partie gelaufen. Für uns. Und für den Gegner auch. Hoffe ich doch. Ihr braucht euch nicht noch anzustrengen. Es bringt eh nichts mehr. Macht direkt weiter. Jawohl. Auf Muriel. Muriel zieht vorbei. Zieht vorbei. Zieht vorbei. Flanke in die Mitte. Nein. Der kommt nicht an. Den hätte er schön als Fallrückzieher ansetzen können. Wollte ich eigentlich auch, wenn der Ball durchgekommen wäre. Und bam! Alter, wie springt denn der? Und aus, aus, aus! Das Spiel ist aus! Wir sind Sieger! 750 Münzen gehören uns! Auf Legende! Bam, bam, Bonsé mit der besten Bewertung. Spieler des Tages nach Einwechslung. Ein super Joker. 1660 Münzen haben wir bekommen. Ne, das kann aber nicht sein. Belohnung für Abschluss 325, Skillprämien 335, ERSFC Münzenboost 1000 und 750 von Team der Woche. Das kann nicht sein. Wir haben keinen Boost mehr. Also haben wir auch keine 1000 Münzen noch mehr bekommen. Weil sonst wären wir bei über 2000 gewesen. Gut, das heißt für uns jetzt noch ein einziges Spiel hier in der Online-Saison.
Na Quatsch, das war jetzt, ist ja jetzt ein anderes Ding. Habe ich vergessen. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch mit dieser Show einverstanden. Ich hoffe, diese Show gefällt euch auch. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Würde mich über Bewertungen und Kommentare natürlich auch freuen und auch über, über Meinungen. Also einfach mal niederlassen, eure Niederschrift. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Auf Wiedersehen und tschüss.